Wie soll man sich bei Bränden im Unternehmen verhalten? Was man auch gerne macht, ist, dass man so eine Frage in einen praktischen Fall kleidet, zum Beispiel, dass man sagt, Sie sollen eine Checkliste entwerfen für das Verhalten im Brandfall. Also, da müssen auf einer so eine Checkliste müssen ein paar Punkte drauf. Also am besten, man arbeitet hier mit diesen Spiegelstrichen. Sie wissen, Struktur vor Inhalt, erst eine Struktur der Lösung hinschreiben. Ja, das wissen Sie alles schon, wenn Sie mein System ein bisschen kennen. Das Erste ist immer Ruhe bewahren. Schreibt sich leichter als zu tun, ganz klar. Ruhe bewahren und Situation einschätzen. Das Einschätzen der Situation kriegt man am besten hin, indem man mit Worten beschreibt, indem man zum Beispiel sagt, da dringt Rauch aus, dort schlagen Flammen, dieser Bereich ist noch unberührt und so weiter und so weiter. Also möglichst präzise mit Worten beschreiben, ruhig laut oder sonst in Gedanken, dann den Alarm auslösen. Und dann muss man wieder, wenn man den Alarm ausgelöst hat, Feuer melden, natürlich an die Feuerwehr und Situation beschreiben. Das hängt natürlich unmittelbar zusammen mit Situation einschätzen. Wenn man also vorher die Einschätzung hat, kann man hier beschreiben. Warum muss man beschreiben? Ja, weil die Jungs bei der Feuerwehr, die müssen natürlich wissen, mit wie vielen Löschfahrzeugen sie jetzt ausrücken sollen, wie groß die Gefahr ist, ob Chemikalien im Spiel sind und alle solche Dinge. Je präziser Sie hier beschreiben, desto leichter kann auch geholfen werden. Dann Arbeitsplätze und Fluchtwege räumen. Ja, die Arbeitsplätze müssen jetzt geräumt werden, das heißt, die Menschen müssen raus aus dem Gebäude und die Fluchtwege dürfen jetzt natürlich auch nicht irgendwie verstellt werden, weder durch Menschen noch durch Sachen noch durch sonst irgendwas. Dann zum Sammelplatz. Es gibt für solche Situationen immer einen Sammelplatz auf dem Hof oder jedenfalls dort, wo keine Gefahr mehr ist. Zum Sammelplatz gehen und dort bleiben. Warum ist das wichtig? Nun, man will wissen, ob noch irgendjemand im Gebäude ist. Denn bei solchen Situationen hier, dann fällt plötzlich auf, dass zwei da ein Schäferstündchen abhalten, irgendwo in den hinteren Ecken des Archivs und vielleicht das Feuer gar nicht mitbekommen. Ja, es soll alles schon vorgekommen sein, so etwas. Deswegen müssen alle zum Sammelplatz gehen und dort bleiben, damit man durchzählen kann, ob auch alle da sind. Oder dass man gucken, hat jeder seinen Kollegen? Ja, sowas. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.